Willkommen zurück bei Metro Exodus. Im Hauptmenü. Ihr seht richtig, wir sind nochmal im Hauptmenü. Zum wievielten Mal inzwischen? Zum zweiten Mal, glaube ich, ne? Ja, denn ihr seht im Hintergrund, es hat sich geändert. Ja, das Hauptmenü hat sich angepasst. Wir sind nicht mehr in dem alten Hauptmenü, sondern wir sehen jetzt zu unserer Rechten hier die guten Anna stehen. Und vor allen Dingen im Hintergrund seht ihr die Kilometer, die wir gefahren sind. Und achtet mal drauf, da steht jetzt 700. Guck mal genau hin, was gleich mit der Zahl passiert. Finde ich voll geil. 706. Plopp. Und die ploppt jetzt wirklich Kilometer für Kilometer hoch. Im Hauptmenü. Richtig geil gemacht. Und auch so kleine Details wie oben dieser Krug da. Dieser, ich sag mal, Bierkrug. Dieser russische Bierkrug. Oder unten die Dogtag von dem Sparta-Orden. Finde ich voll geil. Wir waren stehen geblieben hinten. 707 Kilometer. Seht ihr, das erhöht sich jedes Mal. Ist voll geil gemacht. Wir sind stehen geblieben vor diesem großen Banditenlager, in diesem kleinen, ich sag mal Camp, in diesem kleinen, was war das, ein kleiner Container war es eigentlich nur, wo wir Zuflucht finden konnten, im Level die Wolga. Ich zieh mal die Stimme von Archie ein bisschen runter. Und wir müssen jetzt zusehen, dass wir irgendwie in dieses Lager reinkommen. Mir wurde auf meine Nachfrage hin, ob man nach dem Erledigen des Hauptziels des Gebiets weiter das Gebiet erkunden kann, nur eine indirekte Antwort gegeben, da meine Recherchepartnerin das auch nicht genug genau herausgefunden hat, aber ich gehe mal davon aus, dass wir nicht nur einmal zum Hauptquestziel gehen und dann das Gebiet direkt geblockt wird, sozusagen. Daher werden wir früher oder später, bevor wir jetzt wirklich jeden Winkel des Gebiets erkunden, auf jeden Fall auch zum X gehen, zumal wir die Seilrutsche ja auf jeden Fall nicht benutzen konnten. Daher müssen wir da wohl irgendwie einen Gegenstand für bekommen. Ne? Das habe ich Artium voll zugequatscht. Das tut mir leid. So. Also nochmal, wir werden auf jeden Fall das Gebiet jetzt noch ein bisschen erkunden. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir, bevor wir das Gebiet verlassen, auch nach der Haupthandlung nochmal etwas erkunden können. Zumal wir auch beim letzten Mal an diese Karte gehen mussten und an der Karte ja sagen mussten, yo, ich will weiterfahren, Gebiet verlassen. Es wird wahrscheinlich jetzt genauso sein, dass wir am Ende zurück zum Zug gehen, zur Aurora und da dann sagen, Gebiet verlassen. Ja. Übrigens sehr interessant, ihr seht jetzt auch die Daten. Guckt mal, 0 Kilometer, 22.02.2035 haben wir in Moskau begonnen. Sind dann 108 Kilometer gefahren, das ist dann wahrscheinlich das Level Winter, oder? Da unten mit 108 Kilometer am 23. Februar 2035 und dann nochmal 776, 8.3.2035 und da sind wir jetzt bei der Wolga, bei der Brücke. Vermute ich mal. Und da, wo der Pfeil hin zeigt, ist doch wahrscheinlich unser Ziel, oder? 3, 4, 8, 1, 5, 18. Wir haben ja über diese Sendefrequenz irgendwelche Koordinaten, irgendwelche Wegpunktdaten bekommen. Das wird wahrscheinlich da oben sein. Gut, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ne, nochmal, ich gehe mal fest davon aus, dass wir irgendwoher die Seilrutsche bekommen. Und ich glaube nicht, dass wir die einfach nur finden. Ich denke mal, normalerweise wäre man wahrscheinlich auch jetzt direkt Anna hinterhergelaufen. Vor allen Dingen so im ersten Level. Aber vor allen Dingen, weil ich ja durch die alten Metro-Teile sehr darauf getrimmt bin, immer erst alle anderen Richtungen abzugehen, bevor ich eben wirklich in Richtung Pfeil... Damals war es ja der Pfeil auf dem kleinen Brett, jetzt ist es das X. Also bevor ich zum X gehe, bin ich eigentlich immer jemand, der erst alles erkundet und dann der Haupthandlung folgt. Das kann uns hier natürlich jetzt ein Beinchen stellen, wenn wir da jetzt direkt die Seilrutsche bekommen hätten. Na, dann fehlt uns die natürlich jetzt. Ich hoffe, wir sind genau da, wo wir aufgehört haben. Perfekt. Okay, wir hatten ja hier auch einen Audiolog, ne? Genau hier. Na gut, das war ein kurzes Audiolog. Okay. Das Audiolog, oder? Das Log. Logbuch, das Logbuch. Hm. Gut, ist ja eh ein englisches Wort, oder? Log kommt aus dem Englischen. Gut, wir sind hier drin und ihr wisst, draußen wird es wahrscheinlich direkt abgehen, sobald wir dieses komische Lager da betreten. Ich bin gespannt, was da auf uns wartet. So. Ausruhen müssen wir uns nicht, oder? Ich denke mal, uns geht's eigentlich so gut, wie es uns gehen kann. Okay, was ist das hier?
Auch so ein verdammt gruseliger Ort. Was denn? Ein Hase. Hallo? Oh oh. Oh oh, das hört sich nicht gut an. Oh, das sieht auch nicht gut aus. Oh, nein. Oh, es geht direkt los, Leute. Hier durch. Oh wei, oh wei. Boah, die Leichen sehen auch eklig aus, ne? Aber schön viel Munition. Sind die da alle drinnen? Das ist ja merkwürdig. Da haben wir natürlich jetzt vom Kampf her große Probleme, da irgendwie reinzukommen. Ja, ich, ist auch nur einer drin, ne? Der für fünf Leute gleichzeitig lachen kann. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall einer von diesen Fischern. Und der auch. Es steckt schon echt viel Liebe hier drin, ne? Also es ist nur jetzt so von den ersten paar Stunden her schon Wahnsinn. Also wenn wir Leichen plündern, dass die sich dann so bewegen und sowas. So kleine Feinheiten. Okay, wir haben wieder eine Zeichnung angefertigt. Lass mich raten. Banditen, ja. Okay. Sollen wir einmal rund umschleichen oder wie machen wir das jetzt am besten? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt tatsächlich nichts erkannt. Es ist beängstigend. Es ist sehr, sehr beängstigend. Da ist eine Leiter, da würde ich gerne hochgehen. Oh mein Gott, really? Gott, Leute, ich habe Angst. Ich muss mal kurz Gamma für euch hochstellen.
Hat gedacht, vielleicht wird's nicht mehr dunkel, aber hier ist es doch schon wieder sehr, sehr dunkel. Hat das gespeichert? Video Gamma. Ja. Was? Was? Was war das denn? Was? 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 Oh, das war schlecht. Aber der erste Schuss war doch ein Treffer, oder nicht? Eieiei. Okay, das war jetzt genau alle drei Punkte um seinen Kopf rumgetroffen, aber nicht ihn selber. Eieiei. Aber der erste Schuss war doch... Na gut. Aber wir können den ersten da oben auf jeden Fall gut töten, wenn er da jetzt wieder steht. Das bietet sich sehr gut an. Taschenlampe ist aus. Wie das denn? Ey, gerade eben haben die mich nicht bemerkt. Verstehe ich nicht. Ah, ich habe den nur angehittet. Ich verstehe. So, jetzt für YouTube nochmal. Wahrscheinlich habe ich für euch gerade ein paar Sachen rausgeschnitten. Das Spiel ist auch einmal abgestürzt. Aber das Wichtigste ist, dass wir das jetzt irgendwie problemlos schaffen. Und dafür müssen wir den Typen da jetzt irgendwie töten. Jetzt ist er tot, okay? Der ist tot, ihr habt's gesehen. Geh jetzt mal vorsichtig rein. Ja. It's the real deal, man. They're all fucking mad in that cult. Think electricity is Satan. Och man, Controller, ich krieg die Krise. Oh. Ja, wundert euch nicht, wie gesagt, das habe ich seit ein paar Wochen, Monaten. Okay, da könnten wir jetzt die Treppe runtergehen. Das ist aber ein sehr geiles Gebäude eigentlich, ne?
Frage ich mich gerade. Schlauer da ist wieder reinzugehen. Ach guck mal, jetzt sind wir hier vorne. Okay. Wer pfeift das? Hört sich viel zu nah an. Oh Gott, bemerken die jetzt, dass der eine lange weg ist? Really? Oh, das war nur eine Spinne. Ach du Scheiße, hab ich mich jetzt erschrocken. Voll viele Leute. Richtig viele. Mein Gott, den habe ich jetzt aber echt nicht gesehen, ne? Wo geht er hin? So, mein Gott. Ich musste kurz Kabel umstecken. Ich sage, die Aufnahme ist auf jeden Fall mal wieder nicht meine. Es läuft wieder alles schief, was schief laufen kann. Ist unglaublich. So, egal. Aber wir räumen hier wenigstens den Banditenposten leer. Aber wo ist jetzt der eine Typ hingegangen? Ich mache mich ein bisschen nervös, dass die wirklich alle rumlaufen, ne? Mein Gott. Wenn ich den jetzt abwerfe, sehen das alle. Kann ich nicht machen. Oh weh, oh weh. Der Controller. Ja, ich werde wahrscheinlich beim nächsten Mal auf meinen PC-Controller switchen. Irgendwie, es ist furchtbar. Ich weiß auch nicht. Es ist aber auf einmal gekommen, ne? Ich würde die Pilze nicht mitnehmen übrigens. Aber gut, Artyom kennt da gar nichts. So.
müssen uns jetzt irgendwie vorsichtig an die letzten rantasten. Die stehen, finde ich, unglaublich eng zusammen. Weiß nicht, wo die Waffe liegt, aber okay. Da ist ein Gefangener. Und da liegt ein Dokument. Gefalteter Brief. Guten Tag, Seva, und einen freundlichen Gruß an all deine respektablen Leute. Mir wurde von Zweifeln bei unseren Männern berichtet, daher habe ich beschlossen, diese zu beseitigen. Die Fanatiker respektieren den Kodex nicht. Sie verfüttern Menschen an diesen Fisch. Was zum Teufel für ein Fisch? Ich habe keine Ahnung. Solche Dinge sind unter respektablen Menschen einfach inakzeptabel. Deshalb sollten alle respektablen Menschen sie wie Vieh behandeln, nicht wie Menschen. Man sollte sie nicht zerstückeln, sondern einfärchen. Unsere Brüder aus Astrahan sind immer dankbar für eine solche Lieferung. Viel Glück und alles Gute im Sinne der Freiheit. Lang leben die Diebe. Dieb Glieba. Auch toll, ne? Man nennt sich selber schon Dieb Glieba. Gut, da weiß man, wo man hingehört. Gut, finde ich jetzt sehr interessant. Finde ich jetzt sehr interessant, dass diese Typen da, waren jetzt mit diesen Fischtypen die gemeint, die wir da auch schon getroffen haben, den einen Typen da, den wir befreit haben? Meinte der den damit? Ich weiß es nicht. Oder oben ist noch einer. Das ist ein Problem eigentlich. Ich wette, der sieht uns gleich ganz blöd. Ich weiß nicht, was wir da gerade ausgemacht haben, aber egal, Hauptsache Licht ist weg. Kerze aus! Dieser Controller, ne? Beste Waffe ever, oder? Das Wurfmesser. Ah, gib mir meine Pistole wieder. Genau. Dass er nicht merkt, dass immer mehr Stimmen verstummen. Stimmen verstummen. Darf der nur nicht gerade in die Richtung hier gucken, wenn der oben lang geht. Ich glaube, ja, das war's. Ja, ich komme ja schon. Und jetzt wäre alles eingebrochen, ne? Wie gemein, oder? Wie gemein. Oh, das denn schon wieder? Und was überbleibt, ist so ein trauriger Rest. Okay, ja, ich lasse euch natürlich frei. Alles gut. Don't leave innocent souls to their suffering. Though you are a heretic, we will pray for the salvation of your soul for as long as we live. God bless you. Prayer is great, but I'd like to thank you with something more substantial. Listen close. There's a room in the terminal.
We bring all the sinful things there for the fish to purify them. Here, take this key. You're a sinner anyway, and there might be something of use for you there. Simon, you mustn't. Silentius will excommunicate you for that. He won't if you don't tell him. Or perhaps you'd rather die here, by a heathen's blade. Oh, of course not. I won't tell. Da hinten. Boah, wir haben jetzt schon so viele Markierungen, ne? Then we'll walk back to the bridge, with the Lord's help. Yes, his will be done. Das ist voll die Sekte. Voll die Fischsekte. Unglaublich. Ja, jetzt haben wir schon so viele Markierungen. Ich frage mich halt nur, kommen wir da überhaupt hin? Da hinten. Weil das ja eigentlich so am Ende vom Wasser liegt. Wir gehen mal gleich noch ein Stückchen Richtung Osten und dann gehen wir mal zum X. Wie gesagt, ich denke mal, das untere Fragezeichen erreichen wir über diese Seilrutsche. Aber krass. Und wie schön so Spielereien wie Artyom, der dann da mit dem Schlüssel rumgespielt hat. Ne? So kleine Spielereien. Okay. So. Haben wir hier irgendwas übersehen? Es waren jetzt viele Gegner, die wir getötet haben, aber ich glaube, wir haben alle geplündert. Also das war schon ein Abenteuer, oder? Sehr, sehr geil gemacht. Haben wir da dann noch... ist das die Brücke, unter der die ganzen Viecher waren? Ja, ich glaube schon, oder? War es die Brücke da unten? Ich will nicht nochmal gegen diese... Ich weiß nicht, ob der Dämon so eine Art Levelbegrenzung darstellen soll, damit wir da noch nicht langlaufen. Weil der ist ja wirklich ein Riesenproblem. Naja, hurr. Wir können erst mal hier gucken. Wir haben hier auch noch ein paar Container, ein paar Gebäude. Sonst gehen wir einfach mal zum X, oder? Gucken wir uns das einfach mal an. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass sehr viele intuitiv direkt zum X gehen würden. Chemikalien. Okay. Okay, gehen wir mal zum X. Durch das Mutantengebiet zurück. Die Scheu? Das ist ja interessant. What? Sind die scheu? Die sind passiv-aggressiv. Da drunter durch. Ja, da müssen wir eigentlich auch hin, ne? Da kommen wir nach da hinten. Wo die schwarzen Gebäude da noch eingemalt sind. Von da aus kommen wir dann zum Fragezeichen. Oder erst zum X. Wir gehen mal erst zum X. Wir haben jetzt schon so viel erkundet. Ich glaube, wir gönnen uns mal ein Medikit. Jetzt haben wir 0. Na super. Bin ich da?
Okay. Okay, da waren wir schon. Hier haben wir die Fiesta mit unseren drei Banditen gefeiert. Es ist aber echt schon sehr geil. Wobei ich gerade überlege. Geht es das? Ach, guck mal, wir können die Waffe gezielt senken sogar. Ja, geil. Jetzt 19 Uhr. Sollen wir tagsüber oder abends ins Dorf gehen? Besser tagsüber, oder? Dann gehen. Na, jetzt sitzt echt ein Vieh drauf. Na gut, dann vergesst es. Eieiei. Das sieht so gut aus, ne? Der Boden. Die Reflexion auf dem Boden. Habe ich gerade so ein Vieh totgetreten? Glaub schon, das verstrahlt uns gerade. Apropos verstrahlt. Hinten hat das Rotpunktvisier diese Drähte, ne? Kann das sein, dass dieser rote Punkt da in der Mitte von dem Glas Strom braucht? Wahrscheinlich, ne? Okay. Das sieht sehr unheimlich aus. Okay, es ist, wer hätte es gedacht, ein Hasenbau. Wir jetzt hier? Ja, okay. Wir sind wieder zurück auf dem richtigen Fahrrad. Dann gucken wir jetzt noch einmal hier die Autos, beziehungsweise hier den LKW. Da was ist. Nö. Ah, da ist noch ein Zugwaggon, guck mal. Wir sind jetzt quasi einmal außen rum gelaufen. Da ist die Aurora. Quasi einmal komplett außen rum. Hier sind auch so Markierungsfähnchen. Die waren ja auch damals in Metro Last Light im Sumpf, wer sich noch erinnert. Nur um da einen Weg durch diesen Sumpf zu finden. Ich würde ganz gern Medkit finden, aber... Ich glaube, dass wir die inzwischen tatsächlich eher selber machen müssen, ne? Statt die zu finden. Was braucht man für ein Medkit? Das war teuer, ne? Medkit 25. Boah. Können wir eins machen, aber mehr auch nicht. Okay, und was ist das da vorne für ein grünes Licht? Ach, hier wäre man runtergerutscht. Guck mal. Irgendein grünes Licht. Das ist so ein Pilz. Aber da kämen wir ja nur mit einem Boot hin, ne? Ich habe keine Ahnung. Es wird noch spannend. Es muss auf jeden Fall noch irgendeine Art und Weise geben. Entweder die Seilrutsche oder eben wirklich noch ein Boot oder sowas. Damit wir diese ganzen Inseln erreichen können. Das geht anders, glaube ich, gar nicht. Dann Zettel. Okay, gut. Wir gehen mal zu Anna, oder? Also ich wäre jetzt richtig stinkig auf Artyom. Wir waren jetzt 2 Tage weg. Und wir haben 2-mal geschlafen. Oder einmal? Zweimal. Also mindestens 1 Tag waren wir jetzt weg. Ja, ich bin mal da hinten. Ich gucke mir mal diesen Funkturm an. 1 Tag später. Ja, da bin ich wieder. Alter, fände ich nicht lustig. Ja. Den aber auch...
fies aus. Die Typen hier. Ich meine, die können ja nichts dafür. Die würden wahrscheinlich auch lieber anders aussehen, aber... Alter. Also die Designer und im Zusammenspiel, die beherrschen ihre, die Engine auf jeden Fall. Na, die machen unglaublich geile 3D-Modelle. Ist noch nebelig hier. Jetzt hör auf. Da kommen wir auch rein. Wird mir ein bisschen zu dunkel. Finden nur sehr wenig Schriftstücke, finde ich. Mal nach oben. Eine Sache haben wir übersehen. Ihr habt es vielleicht gemerkt. Bin hier einmal durch. Nur wieder drinnen. Und dann können wir hier aber auch einmal durch, auf jeden Fall, genau. Gar nicht unheimlich, ne? Okay. Dann wird es aber auf jeden Fall eine Nachtfahrt, wenn wir hinten echt mit dem Boot fahren. Da stand zumindest eins. Ich habe das auch gesehen. Da ist Anna. Sofort da, nur noch das Haus hier. Es sieht total fotorealistisch aus. Oh, ein Bötchen, ein Flugzeugchen. Und ein Nähmaschinchen. Und ein Foto von dem Entwickler. 100 Pro, oder? Gutes Lächeln drauf, auf jeden Fall. Aber mal eben 8 Chemikalien, ne? Das ist fast ein Medikit. Das lohnt sich halt wirklich, alles anzugucken. Das Wasser wird immer tiefer. Aber mehr Häuser sind hier nicht. Da waren wir drin. Okay. Anna, bitte schlag mich nicht. War nicht so gemeint.